Simba Zero Two established ILS runway 06. Ambassador 2, wind 070 degrees 10 knots, runway 06 clear to land. Clear to land, runway 06, Simba 02. Da ist es still geworden, das hat ja gut gepasst. Hallo zusammen, Crispy hier. Willkommen zu Microsoft Flight Simulator 2020 und schon mal vorneweg Entschuldigung an alle, die hier schon im Chat dabei sind. Ich habe natürlich vergessen, meine Stream-Benachrichtigung anzupassen. Wir stehen natürlich nicht in Berlin und machen hier irgendein Tower-Training, sondern wir stehen auf der Bahn bzw. auf dem Parkplatz hier in Genua und werden uns gleich auf dem Weg Richtung Ibiza machen. Ja, also Verzeihung für die irreführende Werbung, es sollte kein Clickbait sein. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, wir sind natürlich wie immer live auf Wetzim. Ihr habt es gerade gehört, der Krach hinter mir ist gerade noch da hinten der Ryanair-Kollege gelandet. Wir sind heute wieder unterwegs in der guten alten Fokker F28, also ohne GPS, ganz klassisch am Navigieren und fliegen heute von Genua, wie gesagt, nach Ibiza. Bevor wir ins Cockpit hüpfen und loslegen, zeige ich euch mal direkt am Anfang die Route, was wir so vorhaben. Und zwar, ich habe sie gerade eben noch mal ein bisschen abgekürzt, weil ich ein kleines bisschen Zeitdruck habe, in Anführungszeichen. Ich habe also jetzt nicht 3 Stunden lang Zeit zum Streamen. Deswegen muss man zusehen, dass wir da heute auch noch irgendwie ankommen. Wir sind hier in Genua und wir stehen hier in etwa da, wo wir das letzte Mal auch geparkt haben. Einen der Parking Stands hier. Wir werden dann gleich über die 28, also Richtung Nordwesten, hier einmal starten. Nach dem Start fliegen wir hier die Lagen 9 Kilo Departure. Ist ein normales Sit, ohne ANA, fliegbar angeblich. Ich glaube aber, ich werde nicht so hinkriegen, wie es hier aufgemalt ist, sondern ein bisschen abkürzen. Wir haben nämlich leider kein ATC gerade online hier. Sieht nämlich so aus, wir werden hier starten. Dann fliegen wir eine Linkskurve auf Kurs 148 und fangen hier das 180 Grad Radial von Sestri ab. Und das fliegen wir, bis wir da 17 Meilen von entfernt sind. Dann machen wir eine Rechtskurve und fangen hier das 137 Grad Radial von Top ab. Das Problem ist, das 137 Radial von Top ist 114,5 Meilen entfernt. Bin mir ziemlich sicher, dass mein VOA, also wir probieren es mal spaßhalber aus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir auf die Entfernung kein Signal reinkriegen werden. Also wenn ich hier bei Xito ankomme und kein Signal von Top reinbekomme. Und dann kürzen wir das Ganze an der Stelle einmal ab. Fliegen dann nicht nach Lagen, sondern von da aus direkt nach Albenga. Das ist hier drüben. Müsste irgendwo die Côte d'Azur anfangen. Gerade irgendwo müsste hier auch Monaco oder sowas sein. Hier. Ach, die VFR-Karten hier sind immer noch nicht die besten. Naja, irgendwo hier in der Ecke ist es auf jeden Fall. Von Albenga aus geht es dann weiter bis hier zum Nizza VOA. Hier ist Monaco eher, ne? Da gibt es einen Wegpunkt, der heißt Luxus. Bin mir ziemlich sicher, dass das dann hier Monaco ist. Von da aus, von Nizza, geht es dann weiter hier an der Küste entlang Südfrankreich bis Saint-Tropez. Verzeihung. Und dann hier einmal ein kleines Stück übers Meer. Bis rüber nach, das müsste dann hier schon Spanien sein, Bagur, heißt das VOA, von da aus rüber bis nach Barcelona. Von da aus drehen wir dann aufs Meer, die letzten 150 Meilen. Ich hatte eigentlich geplant, hier noch an der Küste lang zu fliegen, aber wir kürzen das mal hier an der Stelle ab. 150 Meilen übers Meer, vorbei an der großen Insel Mallorca und der kleinen Menorca, rüber nach Ibiza. Ibiza selbst hat leider kein Non-ANF-Arrival für uns. Das heißt, wir werden da einfach auf gut Glück drauf zufliegen und dann ILS Runway 06 peilen. Ibiza selbst hat aber ein VOA, danach werden wir navigieren. 150 Meilen, das könnte ausreichen, dass wir von Barcelona weg navigieren und irgendwo hier auf halbem Weg dann umswitchen zum Ibiza VOA. Mal gucken. Es ist ja sowieso immer spannend, ob alle VOAs so funktionieren. Hier ist auch noch ein großes Stück von Saint-Tropez bis Bagur, 168 Meilen. Es kann also sein, dass wir ein bisschen auf gut Glück anhand vom Heading quasi übers Meer fliegen, wenn wir die Signale verlieren. Da muss ich auf jeden Fall dann so ein Auge drauf haben.
Ja, und das ist eigentlich auch schon, das ist der Plan für heute. Und ich würde sagen, dann ist das ein guter Moment, um hier ins Cockpit zu hüpfen und einmal loszulegen. So, das Tracking funktioniert auch einmal. Okay. Guti, ich habe hier unseren Flieger schon mal vollgeladen. Ich bin mir nicht sicher, irgendwie hat Simbrief ein bisschen Probleme gehabt. Der Simbrief hat mir gesagt, ich muss maximale Treibstoffzuladung reinpacken und dann dafür gar keine Passagiere oder Cargo. Ich war jetzt einfach mal so frei, habe jetzt trotzdem alles, ein paar Passagiere, ein bisschen Cargo dabei und ich glaube, Treibstoff haben wir auch trotzdem voll. Ja, nee, Wintertank geht noch, oder? Naja, ich hoffe, es reicht. Im Notfall tanken wir mal in der Luft nach. Da muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich glaube, Simbrief ist halt nicht so gut damit. So, ne? Zum einen das Flugzeug ist Simbrief irgendwie nicht so happy damit. Und zum anderen das ganze Navigieren nach VOR. Da muss ich auch immer selber mir die Routen rauspicken. Das kriegt Simbrief auch leider nicht besonders gut hin. Okay, dann legen wir mal einfach los. Batterie, die war hier oben irgendwo. Nämlich starr. APU Main on Start, um die APU anzuschmeißen. Warten wir jetzt hier einen kleinen Moment, bis die Umdrehungen hochkommen. Und dann kommt der beste Moment in der ganzen Startup-Procedure. Hoppala. Schön flug dir. Ja, danke schön. Grüße aus, was ist Echo Data Sierra Bravo? Das ist nicht Baden-Baden oder so? Witzig, okay. Den Generator on, das ist das Beste. Die Air haben wir on, die Air Condition on und on. Dann hier unten Master Radios on. Hier habe ich mich gerade erschrocken, wo kommt der her? Es gab ein Update für den Flieger. Da ist Version 1.2 rausgekommen und anscheinend habe ich jetzt einen Kollegen hier dabei. Lass mich mal ganz kurz gucken. Für Pilots aus. Ja, das sieht gut aus. Weil das ist mir dann doch zu gruselig, wenn hier die einer die ganze Zeit neben mir sitzen, nicht das Hand ans Steuer packt und nur geradeaus starrt. Das brauche ich nicht. So, Emergency Lights. Baden-Baden ist es. Ja, danke für den Hinweis. Emergency Lights, die waren hier unten irgendwo. Armed. Seatbelts, no smoking. Tito Heat. Und muss ich kurz überlegen, was hatten wir hier noch? Lass mich auf eine Checkliste gucken. Lichter fehlen mir noch. Lichter waren hier unten. Da schalten wir doch einfach mal die Navlights an. Okay. So, Windshield Heat und Pressurization steht hier als nächstes. Ich erinnere mich, dass ich habe diese Schalter schon lange nicht mehr gesehen. Unten waren sie. Upa. Danke fürs Folgen. Windshield Heat Pressurization. Pressurization. Wir wollen heute Flight Level 250. Simbrief hat er gesagt, ich soll auf 7000 Fuß fliegen. Das sehe ich ja gar nicht ein. 500 Meilen auf 7000 Fuß zu fliegen. Wir nehmen einfach 250. Wir stellen die Pressure immer 1000 Fuß höher, als wir eigentlich fliegen wollen. Dann kommen hier unten die Fuel Pumps an. Die Tanks sind leer, das passt. Dann die Bremsenhydraulik einmal betätigen, dass wir hier Brake Pressure bekommen. Reicht auch schon, mehr brauchen wir gar nicht. Dann können wir hier nämlich die Chocks entfernen. Und so, dann geht's schon los. NAV 1, NAV 2.
Hydraulics. Also ich stelle schon mal meine Höhe ein, die wir steigen wollen. 25.000. Da können wir nämlich unrestricted drauf hinsteigen. Nach dem Start wollen wir, wenn wir noch auf die Karte gucken, hier diese Kurve mit maximal 185 Knoten fliegen. Deswegen stellen wir hier einmal ein, wir starten mit Flaps 18. Wir nehmen heute 18 und wollen dann hier mit maximal 180 Knoten, 185. Also maximal, ich stelle mal 180 ein. So, dann wollen wir nach der Kurve hier das 180 Grad Radial von Sestri, 108,6. Also 180 Grad. 180 Grad. Frequenz 108,6. Ja, haben wir schon mal ein Signal. Passt. Steht auch nochmal in der Beschreibung. Wenn wir 1,5 Meilen von Sestri entfernt sind, sollen wir nach links drehen auf 148 Grad. So, nach links auf 148, da stelle ich mir hier mal mein Heading-Bug drauf ein. Also 148, ich sag mal 150 und ein bisschen weniger, ne? So in etwa. Dann kommt unser Flight Director auf Heading. Ja, das können wir auf 0 lassen, den brauche ich eigentlich nicht, den Pitch-Up-Command. So, haben wir auch drin. Hallo zusammen. Gut. Dann gehen wir hier also Sestri, bis wir 17 Meilen entfernt sind und wollen dann das Top-VOA, 114,5. 114,5 auf einem 317 Grad Radial. Grad. Wir haben hier aber das DMI habe ich vergessen anzuschalten. Wir haben hier sogar einen Empfang. 52,3 sagt er mir hier. Warum sagt der hier? Ach, das, ich bin ja auch blond. 114,5 Meilen, das ist die Frequenz. Die habe ich auch selber eingedreht gerade. Alter Schwede. Gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Es ist kein Problem. Wir fliegen bis Lagen. Wir machen die Departure zu Ende. Der Pilot war heute nur wieder am Schlafen, wo er die Karten gelesen hat. Uiuiui. Gut. Komm. Wir haben hier Milano Radar online, aber ich glaube, der ist LIMJ. Nee, ist nicht für uns zuständig. Weißt, wir können hier auf gut Glück einfach selber starten. Den Luftdruck habe ich trotzdem mal spaßhalber angepasst. Feedbacks habe ich schon gesetzt. Dann fehlt uns noch der Transponder. Ganz weiter. Sieht gut aus. Und. Na gut. Alpha, Bravo, Bravi. Gut. Haben wir auch. Und wir funken entsprechend heute hier auf Unicom. One, two, two, decimal. Eight. Okay. Volume noch hochdrehen. Das wird im Zweifelsfall auch hören. Gut, dann sind wir schon soweit, dass wir die Engines starten können. Dann lasst mich hier einmal kurz das Pushback antriggern. Einmal gerade zurück und dann schön. Moment. Falsche Richtung hier gerade. Ich muss nach links die Nase nehmen. So bitte. Danke. Cockpit to ground. This is ground. Stand by. Ich stande bei. In der Zwischenzeit schon mal die Beacon Lights an. Treibstoff
is shut. Starter master on. Und dann warten wir, dass der Pushback losgeht und wir die Engines starten können. Könnten wir eigentlich jetzt schon, weil wir stehen ja an keinem Gate oder irgendwas. Wir warten trotzdem noch kurz ab. Nicht, dass jemand von der Bodencrew noch hier bei uns rumrennt. Okay, Sir. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Die war hier unten. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence. So, wir starten Engine Number 2. So, gucken, dass sie hier die Umdrehung starten bei 15%. Jetzt bei 10. 15 kommt der Treibstoff dazu. Im Starter Fuel Setting. Weil das bei 50% ist. Da hat schon der Generator umgeschalten, glaube ich. Wobei das bei 50% ist, kommt der normale Treibstoffmodus ran. Ah, das war der Generator. So. Und dann das Ganze nochmal mit dem anderen. Einmal links. Ich mag den auch total. Ich stehe ja so auf so ältere Flieger, gerade wenn die so einen schönen Uhrenladen haben und alles schön vor sich hin klackert. Das ist irgendwie nicht ansprechend. So. Triebwerk läuft auch an. Oh, da hinten ist gerade einer im Anflug. Okay, pushback completed. Please set your parking brake. Ich meine, wir müssten hier auch ein Backtracking machen, ja? Glück. Parking brake. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Exit lights. On. Ground. Startup is complete. You may disconnect. Trimmung. Roger. Good engine start. Clear to disconnect. See you at the side. Have a good flight. Trimmung ist gesetzt. Holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. Dann kriegt er auch noch mehr Treibstoff dazu. Und dann können wir den Starter Master ausschalten. Generator off. APU off. Air off. So, Flaps auf 18 für heute mal. Taxi Lights haben wir, Trimmung haben wir, dann können wir losrollern. So, und wir taxien. Ah, da ist gerade am Landen, okay. Dann kommen wir uns mit dem nicht in die Quere. Irgendwo hier müssen wir gleich rechts auf den Taxiway Foxtrot. Was ist das für ein TUI-Jet? Ich fliege eher nur die modernen Airline, aber ich glaube, den Fokker werde ich mir demnächst auch gönnen. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist ein echt spaßiger Flieger. Ist, glaube ich, nicht Study-Level, also da nicht zu viel erwarten, wenn man wirklich bis ins kleinste Detail schraubengenaue Simulation erwartet. Aber macht, also mir macht es auf jeden Fall Spaß, mit dem Ding rumzufliegen.
Genua Traffic, Simba 02 lining up and backtracking, runway 28, Genua Traffic. Bin übrigens als African, oh, wie hieß die Airline? African irgendwas Airline? African International Airline? African International Airlines aus Lesotho unterwegs. Die Airline gibt es nicht mehr, aber den ICAO-Code habe ich noch gefunden und vor allen Dingen haben die das Callsign Simba, was ich ja immer super sympathisch finde. Deswegen habe ich mir das einfach mal angeeignet und werde das jetzt hier auf meiner Afrika-Tour verwenden. So, wir sind schon auf der Piste. Das heißt, die Gastlok raus. Landing Lights an. Habe ich noch was vergessen? Den Lift Dumper armed. Den Yaw Damper armed. Lights on. Strobe Lights brauchen wir noch. Zack. Okay, damit haben wir es. For takeoff. Come through, please take your seats for takeoff. Also wie gesagt, nach dem Start mal kurz auf die Chart zum Checken. Leichen Turn Richtung 185. Also gleich heißt nach 1,5 Meilen. Nach 1,5 Meilen, also wenn hier 1,5 auf der Uhr steht. Linksturn, Kurs 148 Grad, bis wir das 180 Grad Radial, was wir hier eingestellt haben, abgefangen haben. Dann geht es Richtung 180 für uns weiter. Genua Traffic, Simba 02, departing runway 28, Genua Traffic. Okay. Dann haben wir alles. Dann würde ich sagen, aus Team aus, auf geht's. Power set. Noch ein bisschen Seitenwind hier. 18 Knots. Rotate. Rotate. Ab. Flaps ab. Ich versuche jetzt hier noch das Runway-Heading einigermaßen zu halten. Set Climb Power. Climb Power. Set. So, und jetzt müssten wir hier gleich, wir sind schon zu schnell, dass wir die Nase hochnehmen noch, dass wir Geschwindigkeit abbauen. So, ich habe natürlich die 1,5 Meilen total verpasst. Ist egal, wir drehen jetzt besser spät als nie. Hätte der Co-Pilot nicht mal was sagen können, dass wir bei den 1,5 Meilen schon sind. Das war vielleicht ein bisschen früh für Release Crew. Aber gut. Dann können wir das Ding hier auch ausblenden. Ach nee, das ist Südkurs. 1, 8, wir müssen noch ein bisschen weiter drehen. So, da haben wir jetzt das Heading, jetzt dürfen wir auch schneller.
gucken wir mal, dass wir hier bei unseren 250 Knoten etwa rauskommen. Also Nase ein bisschen runter. Ich füge das übrigens gerade alles noch manuell. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Sieht fast aus wie auf der Karte, wo wir hier unterwegs sind. Steigrate ein bisschen niedriger. Ich glaube, mir hat sich irgendwas umgestellt, das hier vorher nicht digital. Da muss ich gleich nochmal gucken. Weil da hat sich jetzt ein T-Cast mit reingeschummelt, wie es aussieht. Moin, Landratte. So, hier übrigens der Blick einmal. Richtung Genua. Wir haben 10.000 Fuß erreicht. Wir können die Taxi Lights, die Landing Lights einfahren. Den Luftdruck auf Standard setzen. Nase müssen wir noch weiter runternehmen, die ist ein bisschen langsam. Da ist das 180 Grad Radial. Oh, sinken wir nämlich. Na, haben wir ein bisschen verpasst, ist aber nicht so tragisch. So, bei 17 Meilen machen wir die nächste Rechtskurve. In der Zwischenzeit versuche ich, dass wir hier die Geschwindigkeit einigermaßen hinkriegen. Bei 50 Knoten wären schon ganz gut. Meilen. Trimmung in dem Ding per Hand ist echt entspannend, weil das Trimmrad super unempfindlich ist. Also man muss viel drehen, damit da irgendwas passiert. Vielleicht direkt auf den Localizer geschalten. 16 Meilen. So, das reicht. Das ist nicht genug. Wir machen die Rechtskurve, schalten einmal um auf den NAV 2. Geschwindigkeit sieht gut aus. Nicht an Höhe verlieren hier. Ein bisschen enger fliegen noch die Kurve. So, und wenn wir noch, ich weiß gerade gar nicht, weil welche Distanz da steht. 44 Meilen? Das wird sein, ja. Ich zeige es euch gleich auf der Karte, sobald ich hier die Kurve fertig habe.
Ja, wir versuchen jetzt hier das Radial zu erwischen. Ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. 270 ist jetzt auch genehm. Klein die Anzeige, das ist nicht so leicht zu sehen. Hoppala. Auf der Karte hier steht es dran, 44, 30, bin ich sicher. Ich hätte gerne so eine, mir fehlt hier die Distanz, die ich zu dem IOA haben soll, dass wir wissen, wann wir bei Laden sind. Aber ich mache es jetzt einfach optisch daran fest, wenn wir an der Küste sind. Und dann drehen wir zum nächsten IOA und fertig. Und Linkskurve. Zurück zum VOA. Die Richtung, den Kurs haben wir ganz gut erwischt. Das gefällt mir so. Da ist auch schon die Küste. Passt. Gut, dann hauen wir mal hier den Autopiloten rein. Einmal bitte den Beam halten und den Pitch. Und den Pitch können wir noch ein bisschen runternehmen. Und wir nochmal Geschwindigkeit aufbauen. Während wir das tun, gucken wir schon mal zum nächsten VOA. Das ist hier Albenga 116.95. Jetzt bitte Indicated Airspeed halten. Danke. Und da wollen wir auf den Kurs von 214 Grad hin. So, wir haben die Küste erreicht, ich switch mal wieder und sag dem Flieger mal, er soll hier unserem Heading-Bug folgen. Nee, das war falsch. Was da? Ja, sorry, das ist leider nur im Stream, so alle, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Also am Anfang nach 20 Minuten jedes Mal. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Kommt im Stream der Sound irgendwie kaputt rüber. Das geht dann irgendwann nach ein, zwei Minuten wieder weg und danach taucht es eigentlich nicht mehr auf. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Aber da der Hinweis, also wenn ihr auf YouTube ein Video schaut oder im Stream das gerade seht, weist mich auf sowas gerne hin. Wenn irgendwas zu laut ist, wenn ihr mich nicht hört oder wenn die Triebwerke zu leise sind oder mich irgendwas tun kann, um das für euch noch interessanter, besser zu machen, sagt einfach Bescheid. Oder war die Warnung, dass wir gleich auf 25.000 Fuß sind? Damit haben wir unsere Reiseflughöhe schon erreicht, gerade am Ende und der Departure. Ich werde den Heading-Bug jetzt auch noch mal ein bisschen weiter drehen, dass wir hier den Kurs abfangen. Dann sind wir hier unterwegs an der Küste. So, und ich wollte hier jetzt noch mal gucken. Ja. Das war der Schalter. Genau, so muss das aussehen. Hübsche, nicht sowas Digitales, das kann ja keiner, das macht doch keiner. So sieht das gut aus. Ich glaube, dann können wir an der Stelle auch die Anschnallzeichen ausschalten. Das Gröbste haben wir geschafft.
Ja. Modus funktioniert auch. So, nach Albenga geht es für uns nach Nizza. 109,65. Maf 1 haben wir aktiv, also Maf 2 109,65. Empfangen wir aber gerade kein Signal. Richtige Frequenz? Ah doch, 109,65 ist schon schön korrekt. Kurs wäre 236 Grad. So, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. Ich sehe nämlich gerade, wir nähern uns unserem Topspeed. Reduzieren mal den Schub. Setzen wir hier unseren Speedbug. Man hat also festgestellt, so ein Fuel Flow von knapp einer Tonne pro Triebwerk hatte sich als eigentlich ganz gut als Startwert erwiesen für eine Cruise-Setting. Gucken, wo wir da landen. Das ist jetzt hier so ein bisschen die Feinjustierung. Ach komm schon. Ah, close enough. Damit kann ich leben. So, noch 5 Meilen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir das Côte d'Azur VOR, dass das nicht funktioniert. Das haben wir nämlich manchmal, dass so VORs, die hier zwar eingezeichnet sind im Flight Simulator und so, leider nicht das tun, was sie sollen. Gut, dann wechseln wir hier mal per Hand. Nö, kein Signal. Gut, dann nehmen wir halt hier den Kurs 236. Jetzt sind wir genau über dem VOR, dann haben wir kein Signal. So, wie sieht es hier so aus? Nichts für uns zuständig, glaube ich. So, Beam-Modus scharf schalten. Und dann mal gucken, ob das VOR hier nochmal auftaucht. Wenn nicht, ist nicht ganz so dramatisch. Das nächste ist wichtiger, das Saint-Tropez. Jetzt sollte ich hier nochmal gucken. Ich bin in der Ecke hier auch schon mal VOR lang geflogen. Ach, VOR, VFA lang geflogen. Und wer hier kann. Das war auch ganz interessant. Was wollen hier. Das Marseille. Und hier Toulon. Ich suche gerade Monaco. Das würde auch hier irgendwo sein. Ah, diese Karten, ne? Naja. Wir sind auf einem guten Weg, das ist das Wichtigste. Geschwindigkeit scheint auch ganz gut zu passen. Wie gesagt, eine Tonne links, rechts, das ist ein ganz guter Wert. Sind wir bei etwas über 90% Schub. Temperaturen sehen aber gut aus. Und wenn wir 46 Meilen entfernt sind von Albenga, dann drehen wir nach Saint-Tropez 116. Ach, guck mal, da haben wir jetzt auch das Signal. Perfekt, dann können wir ja die UA wechseln.
und danach Saint-Tropez, 116,5. 116,5. Kurs 223. Haben wir auch sogar schon empfangen, perfekt. Dann ist ja für den nächsten Segmenten alles geregelt, was die Navigation für uns angeht. Warum? Moment mal, was ist jetzt hier los? Nizza 10965, habe ich kein Signal mehr. Warum nicht? Ach ja. Dann wechseln wir schon mal auf Saint-Tropez. Wenn wir da 38 Meilen entfernt sind, dann sind wir über dem Nizza VOA. Behalten wir hier das DMI im Auge, ob das nochmal auftaucht. Links von uns das Mittelmeer und da hinten, das müsste Dings sein. Nicht Sardinien, sondern Korsika. Ja. Da am Horizont sehen. Und da unten Nizza. Sehr sympathisch, kommen mir jetzt hier nach seit dem neuesten Navigraph-Update hier unten auch so Telemetrie anzeigen lassen. Habe ich mal jetzt spaßhalber benutzt, um mal zu gucken. Angeblich sind wir in einer Stunde da, wenn wir die Geschwindigkeit halten. Hier 120 Knoten Ground Speed. 135 Grad links von uns. Das ist ein bisschen seltsam, die Angabe. Oder sind wir von der 135 Grad von Ibiza aus gesehen weg? Naja, auf jeden Fall nähern wir uns. Noch 398 Meilen. Ja, spaßhalber. Crew Altitude. Leider kann man die Dinger hier nicht verschieben. Ich kann das jetzt hier nur verändern oder entfernen. Naja. So, was habe ich gesagt? 44 Meilen, nee, 38 Meilen, dann sind wir über Nizza, haben wir also gleich. Wir können ja einfach mal den Beam-Modus schon wieder scharf schalten. Und dann sind wir unterwegs. Ne? Der jetzt einfach den Kurs? Macht der was? Bin gespannt. Doch ja, wir machen eine leichte Linkskurve. Machen wir. Ja, ich habe gerade gesehen, das Wetterradar sagt mir hier im Bereich von Barcelona sieht es nicht so gut aus. Da haben wir Regen. Da müssen wir mal gucken. Zieht Richtung Norden, also es kommt uns entgegen. Ibiza selbst ist aber wieder frei. Das heißt, wir haben da vor uns so eine kleine Schlechtwetterfront. Mal gucken, wie hoch die Wolken da gehen. Kann man hier, glaube ich, auch irgendwo sehen. Wenn ich hier Cloud Cover.
Wir sind auf Flight Level 250. Also laut dem wären dann hier auf unserer Höhe Wolken, aber ich bin mir nicht sicher, ob er damit meint, hier über uns. Wir lassen uns mal überraschen, was uns da noch erwartet. Und nachdem wir bei Saint-Tropez vorbei sind, geht es auf Kurs 241. Aber auch auf dem Saint-Tropez VOA. Weil das nächste ist auf jeden Fall zu weit weg, dass wir es wahrscheinlich nicht empfangen werden. So. Nun, ansonsten, wo wir hier gerade so schön in der Luft sind, noch ein kurzes Update, wie es bei mir gerade so aussah. Die letzte Woche, glaube ich, habe ich ja nicht einmal gestreamt jetzt. Ich überlege gerade. Doch, am Wochenende, glaube ich. Vor einer Woche war ich das letzte Mal online und habe VFA in Berlin ein paar Runden gedreht, ein bisschen Training gemacht. Da war nämlich gerade ein Tower-Lotse, der wiederum sein VFR-Training gemacht hat, als Lots auf der Lotsenseite. Da habe ich gedacht, okay, dann drehe ich auch mal ein paar Runden VFR, Ziellandeübungen und solche Scherze. Da oben ist auch ein Kollege unterwegs. Und genau, hatte mich dann darauf konzentriert, ich hatte da immer wieder Online-Trainings, beziehungsweise auch Sim-Sessions jetzt gehabt, mit meinen Mentoren als Fluglotse in Berlin auf dem Turm. Durfte dann jetzt am Dienstag das erste Mal als auf dem Turm-Event mitlotsen. Dabei hatte ich die ganze Zeit meinen Mentoren an der Seite, der auf mich aufgepasst hat, dass ich nicht allzu großen Blödsinn mache. Und das war quasi meine Prüfung, so ob ich auch in Zukunft alleine Events lotsen darf. Und vor allen Dingen, dass ich überhaupt wieder alleine lotsen darf, dass ich meine Solo zurückbekomme. Und das hat auch beides funktioniert. Also ich habe meine Solo wieder. Ich darf jetzt also wieder alleine lotsen und ich habe auch meine Eventfreigabe. Ich habe mich auch schon angemeldet für nicht nächste, sondern übernächste Woche bin ich wieder auf dem Turm zum Lotsen. Und dann in 3 Wochen oder so ist, muss ich nochmal gucken, ist nochmal ein Event. Da ist irgendwie Shuttle Abend zwischen Wien und Berlin. Ich glaube, es ist an einem Sonntag. Da bin ich auch dabei. Da weiß ich aber noch nicht, auf welcher Position. Das wird mir dann noch zugeteilt. Und ja, lief am Dienstag echt gut. Hat auch richtig Spaß gemacht. Das war das erste Mal so auf dem Turm, wo auch so Verkehr war, dass man zwischenzeitlich gar nicht aufgehört hat zu reden. Und ja, mein Mentor war eigentlich auch zufrieden. Einmal musste er eingreifen, weil ich ein bisschen sehr spät die Landing Clearance gegeben habe. Aber naja, das ging schon. Der nächste Schritt für mich ist jetzt Vorbereitung auf den Controller Practical Test, CPT, wo ich dann quasi in einer, also zum einen ist da ein Theorieteil dabei, ein Theorieexamen, Multiple Choice, was ich bestehen muss. Und es ist eine praktische Prüfung, wo 2 Prüfer mir für eine Stunde oder 2 zugucken beim Lotsen, je nachdem wie viel Verkehr ist. Wenn kein Verkehr ist, dann eher 2 Stunden, wenn viel Verkehr ist, dann nur 1 Stunde. Und die wollen dann sehen, dass ich in der Lage bin, ja, das Ganze vernünftig zu handhaben. Und wenn ich das bestehen sollte, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann hätte ich mein S2-Rating, was mich dann dazu berechtigt, unbegrenzt auf allen kleinen Flughäfen, kleinen kontrollierten Plätzen in Deutschland und in Berlin eben zu lotsen. Jetzt muss ich mal eben nochmal den Kurs wechseln, bevor ich weiter quatsche. Wir schalten mal auf NAV 2, Heading Beam. Ich muss jetzt hier nämlich gleich in Rechtskurve fliegen. Natürlich geht das nicht, weil wir das VOA-Signal wieder verlieren. Und ja, dann wäre der nächste Schritt irgendwann Approach-Departure-Lotse. So langsam, wie sagt man so schön, die Dünnluftbereich angehen, aber wann das soweit sein wird, das sehen wir noch. Erstmal einen Schritt nach dem anderen, erstmal CPT bestehen. So, wir haben jetzt hier gedreht Richtung offenes Meer. Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier noch einen Namen hat.
Also ja, es ist Mittelmeer, aber ich meine hier diese Bucht, das hier irgendwas, der Golf von, was ist das hier? Der Golf von Marseille ist oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber da fliegen wir jetzt einmal drüber, hier an den Pyrenäen vorbei. Und dann sind wir schon über Spanien und dann geht es Richtung Barcelona für uns. Jetzt aber gerade erstmal hier 168 Meilen geradeaus. Das VOA, wo wir gerade sind, wird wahrscheinlich nicht so weit reichen, deswegen stellen wir hier schon mal Bagur ein. 112,2, das wäre die nächste Stelle. 112,2. Haben wir noch keinen Empfang, hätte mich auch gewundert. Auf dem Kurs von 241. Hat sich mal eben spontan das Wetter geändert. Auch nicht schlecht. Das habe ich online gelesen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass einige berichtet haben, dass es zurzeit echt schwierig ist mit dem Wetter im Flight Simulator. Dass das gerne mal hin und her springt. Kann ich mir hier eigentlich sowas wie Wind anzeigen lassen? Das wäre nämlich mal echt, echt praktisch. Befürchte mich. Destination. Nee. Schade. Aber das ist auch eine Info, die mir hier einfach fehlt. Ich habe keine Ahnung, wie der Wind weht. Ich kann es halt daran erahnen, wie sehr der Autopilot korrigieren muss. So, ob ich von links nach rechts, von rechts nach links drifte. Aber ob der Wind jetzt gerade von vorne kommt mit 20 Knoten oder von hinten mit 50, keine Ahnung. Ja, und dann, weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, hat sie ja nochmal hier die Newsrunde gemacht, der Airbus A380, gab es ein paar neue Infos von Fly-by-Wire. Da warten ja auch schon viele drauf, dass der released wird. Und bei den Lotsen erzeugt das gemischte Gefühle, weil das ist ein verdammt großes Flugzeug. Und wir befürchten, dass dann so eine Welle von Leuten kommt, die... Ja, angelockt vom A380, die nur so halbherzig beherrschen und dann online strömen und ne, dann mit dem A380 mal versuchen, in Baden-Baden zu landen oder, keine Ahnung, auf irgendeiner anderen kleinen, kurzen Piste. Oder wenn, was wir machen sollen, wenn mal einfach 10 A380 in Berlin auftauchen, so viele Gates haben wir nicht, die mit dem Haus halten können, also wo der hinpasst, in echt. So, mal gucken, ob wie wir das dann handhaben, dann bin ich schon gespannt, ob es da eine Regelung geben wird. Aber ja, und vor allen Dingen, gerade bei so Events, der A380, da muss man ordentlich Abstand halten, wenn man da den Verkehr von der Bahn staffelt. Also wenn ich einen A380 gerade habe starten lassen und da soll ein A320 hinterher starten, dann muss ich da ganze 7 Meilen Abstand halten. Ist mehr als das Doppelte als beim A320 zum A320. Also wenn zwei mittelgroße Jets starten, kann ich da 3 Meilen Abstand lassen. Aber beim A380 sind es mal einfach 7. Hoppala. Ich habe Schubhebel gerade bekommen. Hat so schön eingepegelt, dass beide Seiten gleich waren. Naja, so geht's auch. Das da vor mir sieht aus, als wäre da eine Wolkenwand, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob wir drüber hinwegsteigen wollen oder unten drunter. Ich habe gar nicht im Kopf, wie hoch ich mit der Fokker da darf, ehrlich gesagt. Service Ceiling sind 35.000 Fuß angeblich.
35.000, naja. Wir gucken einfach mal. Mal schauen, was da die aus den Wolken vor uns noch wird. Aber das Gute ist, ich sehe gerade, das VOR vor uns ist aufgetaucht. Das Argur VOR. Das heißt, da könnten wir schon mal hinwechseln. Und nach Bargo geht es Richtung Barcelona, 116,7. Auf einem Kurs von 230. Rechts von uns, da müsste irgendwo Marseille sein. Ja, das sieht nach einer Wolkenwand vor uns aus. Also wir haben Anti-Icing-Maßnahmen an Bord. Die Frage ist, wie hoch sind diese Wolken? Beziehungsweise wie tief, wenn sie vor uns sind. In der ATC online irgendwas? Madrid Control ist online. Ich weiß nicht, ob der für mich gleich zuständig ist. Barcelona Approach, Barcelona Tower. Ah, die Wolken sehen schon arg hoch aus. Lass mich mal kurz nachgucken bei Let's Buy, ob Madrid für uns irgendwie relevant wird. Bei mir gerade nicht. Ist doch. Ja, sieht gut aus. Ich sehe da auf. Ibiza Approach ist online. Interessant. Nee, aber Madrid leider nicht. Aber immerhin haben wir bei Ibiza was. Der wird dann auch für uns zuständig sein, wenn wir da einen Anflug machen. Apropos, das wollte ich noch planen, wo wir hier gerade unterwegs sind. Piste 06. Und wir werden ILS Approach fliegen. Die Frage ist nur, Piste 06. Eigentlich geht hier nur ILS Zulu und Piste 06 über Transition. Wir planen wir doch einfach mal damit. Das heißt, wir würden hier Ibiza auf 3000 Fuß ankommen und dann einmal hier rausfliegen, 13 Meilen Arc und das Ganze abfangen und landen. Das sieht doch machbar aus. Boah, der Mist Approach ist ja hier. Was ist denn da los? Uiuiui. Climb on runway heading to 800 feet and turn right, not before 2 miles from Uber, onto 172. Also hier die Südkurve. To intercept and follow die 121 Grad Radial
Ja, bis wir 7 Meilen weg sind, okay. Then turn right on 9 Mile DME Arc über. Ja, to cross 150 degrees at or below 2500. Then turn left to intercept and follow radio 163 and 3000 as directed. Alter Schwede, da hat sich ja jemand was ausgedacht. Da hat sich ja jemand was ausgedacht. Genau, ansonsten hier Ibiza, der Flughafen, relativ simpel, schön lange Piste, fast 3000 Meter, ein großer Apron. Parking Stands werden wir noch benötigen. Ja, nur ein Taxiway, Tango, so wie es aussieht. Und dann Golf 1, Golf 2. Naja, mal gucken. Jetzt sind wir hier aber blöderweise direkt in den Wolken. Also angeblich gehen bis 10.000 Fuß runter und bis 38.000 Fuß hoch. Also so oder so kommen wir da, glaube ich, gerade nicht so richtig dran vorbei. Kommen wir hier direkt in Icing Conditions. 260 sieht es besser aus. Also vielleicht steigen wir mal auf 270. Probieren es mal aus. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir 2000 Fuß höher steigen. Mehr Schub. Sehe ich kein Eis. Der Treibstoffstand. Eine Tonne noch links und rechts. Rechts deutlich mehr drin als links. Dann lasst uns doch mal den links aufmachen. Crossfield. Also 2000 Fuß höher hat irgendwie genau gar nichts gebracht. Also wenn dann tiefer unter mir. Sehe ich,
ich habe immer noch Sicht zum Boden. Das heißt, kann also nicht so weit nach unten gehen. Ich war auch noch niemals in New York und noch niemals. Und so keine Sterne in Athen. Sag ich ja. Keine Sterne in Athen, dafür griechischer Wein auf Hawaii oder so ähnlich. Mal eben im Sauseschritt hingedüst. Ich versuche jetzt hier wieder ein bisschen einzupegeln. Was mir richtig gut gelingt. Sieht das gut aus. Da kann er bleiben. Ja, wie wir sehen, sehen wir immer noch nichts. Dafür haben wir schon das Barcelona VOA auf Empfang. Gucken nur immer hin und wieder, ob ich schon Eis am Triebwerk an den Flügeln sehe. Aua, aua, aua. Ja, sorry. Ach ja. Also, wenn ich das richtig sehe, sollten wir aber spätestens jetzt bei Barcelona aus dem Wetter raus sein. Oder? Na. Genau, also jetzt fliegen wir hier gerade mitten in die Suppe rein und spätestens bei Barcelona erwarte ich aber wieder klare Sicht. Und zumindest noch ist es auch nicht mega turbulent, glaube ich. Ich bringe die Liebe mit. Jawohl. Die Liebe und 99 Luftballons habe ich auch dabei. Oh Gott, es wird immer schlechter. Wir sollten das Thema wechseln. Es driftet zu sehr ab. In Barcelona kenne ich auch noch ein Lied. Ole, wir fahren nach Barcelona. Den Rest kann ich nicht singen, der werde ich direkt demontanisiert und gesperrt und alles. Ryanair 989 flight level 190 climbing to flight level 360. Das war schön, dass Ryanair uns gesagt hat, wo er hinkleimt, aber ohne eine Angabe der Position ist das auch relativ nutzlos gewesen. Das finde ich übrigens auch noch sexy, wenn man hier in Navigraph eine WATSIM-Integration hat, dass ich die anderen Flieger hier sehen würde.
Das hätte was. Einmal Wolkenchaos. So, gleich sind wir hier beim Brüggeur. Und dann ist es auch gar nicht mehr allzu weit. Ich denke, realistisch ist noch eine Stunde etwa. Also theoretisch noch 30 Minuten bei der Geschwindigkeit bis nach Ibiza. Aber wir werden ja dann irgendwann den Sinkflug beginnen und noch ein bisschen Kreise drehen zum Anfliegen und so. Deswegen. Wird das noch einen Moment brauchen? So. Wir sind gleich in der Nähe. Dann drehen wir jetzt hier mal an gleich Kurs 230 wollen wir fliegen. Oder wollen wir lieber testen, ob der Zug Bremsen hat? Das verstehe ich gerade nicht. Ah, Hubschrauber machen, das kenne ich wiederum. Den Helikopter. So, 5 Meilen, Heading-Modus. Wir wechseln das nach. Ein bisschen weiteres Heading. So, und dann von Barcelona aus geht es auf Kurs 192 weiter. Also auch hier 116,7. Und der Kurs wird dann sein 192. Da ist jemand im Wochenendlaune, Wochenendparty-Stimmung. Warte drauf, dass die Wolken vor uns gleich verschwinden. Ja, Luftdruck falsch angestellt. Aus. Ja, lassen wir das. Lassen wir einfach das gesamte Thema. Wie ist so das Wetter bei euch? Reden wir darüber. Das ist alles unverfänglicher.
Bei mir ist es gerade sehr wolkig. Also so richtig. Haben wir schon. Also. Nee? Ein Eis am Stiel sind wir noch nicht. Wir sind jetzt übrigens schon über dem spanischen Festland mittlerweile. Rechts von uns sehen wir die Pyrenäen. Und da vor uns da unten, das da ist Barcelona. Oh Gott, Landratte, hör auf. Stopp. Ja. Ab in den Süden, der Sonne hinterher. Gott. Ich wollte auch nur erwähnen, wir fliegen nach Ibiza, ne? Ne? Da gibt's ja auch den ein oder anderen Song. Wenn wir jetzt hier links aus dem Fenster gucken, am Horizont, da ganz klein, ist auch schon Mallorca zu erkennen. Genau, von den Wenger Boys. Den meine ich auch. Wenn das nicht mit diesen Musikrechten wäre, würde ich ihn hier auch die ganze Zeit in Dauerschleife laufen lassen, den Flug über. Aber nein. Wir haben für meinen Geschmack immer noch links deutlich zu wenig Treibstoff im Vergleich zu rechts. Aber ich denke, das wird sich ausgehen. Mal gucken. Ich denke, wir werden relativ leicht ankommen in Ibiza. Also vom Gewicht her. Tatsächlich. Luftdruck sieht jetzt auch besser aus, da waren wir nämlich schon an einer Grenze auch. Gerade, da stehen auch schon ein paar Flieger am Boden. Zwei, so wie es aussieht. Gerade Richtung Startbahn voran. Oh, gleich wird es hier interessant. Nur 25 Meilen. Und dann sind wir über Barcelona. Ich weiß gar nicht, wie das auf Twitch ist mit den, wenn ich jetzt hier urheberrechtlich geschützte Musik abspielen würde. Ich meine, dann wird das auch, also im Stream live wahrscheinlich wird es funktionieren, aber anschließend das Video on Demand auf Twitch würde dann auch stumm geschaltet werden. Das habe ich nämlich schon bei einem oder anderen Mozen-Kollegen gesehen, wenn man sich da den Stream gerne anschauen möchte. Lass dann im Hintergrund dann ein bisschen Musik dudeln. Und zack, hast du mal eine halbe Stunde vom Stream, der stumm geschalten wurde. Weil Twitch erkannt hat, dass da irgendwas urheberrechtlich Geschütztes bei ist. Na genau.
meine, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass ich selber für euch singe. Ich glaube, das wäre immer noch in Ordnung. Da ich aber nicht all meine Abonnenten auf Twitch verlieren möchte, lasse ich das lieber. Komm schon, so ein bisschen Barcelona hätte ich schon ganz gern gesehen. Was war das für ein Geräusch? Einmal Control Ibiza. Interessant. Aber da ist, glaube ich, kein Tower online, sondern wirklich nur der Approach. Zumindest sehe ich es gerade nicht. Was sagt denn das ATIS? Runway 06, Expect IL ist Zulu Approach. Da habe ich ja das Richtige ausgewählt. Runway 06, Level 75, 070 Grad, 10 Knoten. Das ist sehr schön, ein bisschen variabel. Visibility 10 Kilometer, 1700 Fußbolten. Okay, Altimeter 1010. So, wir sind jetzt über Barcelona, wie wir unschwer erkennen können. Noch 5 Meilen. Wir switchen schon mal auf Heading. Wir switchen schon mal den NAV-Modus. Und dann wollen wir auf so ein Heading, was so diese Richtung entspricht in etwa. Dann ist das VOR weg. Wir können schon mal das Ibiza VOR eindrehen. Das ist bei 117,8. Und da ist das VOR auch wieder da. Ibiza ist 117,8. Wolken reißen langsam auf. Ich sehe schon wieder ein bisschen was vom Himmel. So, und dann gucken wir hier mal auf Descent Calculator. Wir wollen auf 3000 Fuß ankommen bei Ibiza. Heißt, 75 Meilen vom Ibiza VOR müssen wir den Sinkflug beginnen. So, ich drehe schon mal die Frequenz rein von Ibiza, vorsichtshalber. 134,825. We can, bye-bye. Habe ich meinen Stift gelassen. So, während wir jetzt hier langsam aus den Wolken rauskommen und Richtung Ibiza jetten, nutze ich die Gelegenheit noch mal ganz kurz, um eine Stange Eis in den Schnee zu stellen. Ich bin sofort wieder da, wenn irgendwas ist, einfach kurz rufen.
So, da bin ich wieder. Das sieht doch jetzt hier auch richtig gut aus auf einmal. Wir haben es aus den Wolken rausgeschafft. Da drüben rechts das spanische Festland. Und wir haben noch ganze 116 Meilen bis Ibiza. Sehr schön. Ah, der Kurs kommt bestimmt aber nicht ganz. One Mile, two. Sehr schön. Dann können wir schon mal das ILS einprogrammieren. 111,1. Einprogrammieren ist gut. Hier gibt es nichts, was man programmieren könnte. Das. Achso, 101,10, ja, richtig. 061 Grad. Passt. Da auch noch mal eine Schlechtwetterwolke. Und irgendwo da. Das da ist Mallorca. Ich weiß nicht, ob man das, ob ihr das erkennt. Da sieht man die Berge ganz gut. Ibiza sehe ich aber, glaube ich, noch nicht. Das ist noch am Horizont. So, lasst mich mal kurz gucken, ob der Tower auch online ist. Ne, ist wirklich nur der Approach. Roche ist da online. 1, 3, 4, 8, 2, 5, 4, 5. Jetzt ist aber turbulent. Ne. Warum? Die Ansage ist auf jeden Fall neu. Cool, gefällt mir. Wir dann jetzt hier gleich dann anfangen zu sinken, weil wir auch die Geschwindigkeit ein bisschen verringern, so 70 Knoten so in etwa, haben Apis Charlie. ILS Zoom Approach erwarten wir. Und wir reden dann jetzt hier mit Palmer Control. Na, mal gucken, ob der uns schon haben will. Palma Control, hello, Simba 02. Non-ANF, direct to Ibiza. Information Charlie an Bord. Flight Level 270.
Eclair 02, Palma Control Ibiza, good afternoon, radar contact. Expect ILS Zulu runway 06, descent flight level 100. Expect ILS runway 06 Zulu descent flight level 100, Simba 02. So. Flight level 100. Machen wir. Speed raus. Schweiß. Und dann Indicated Airspeed. So, 75 Meilen, 75 Meilen, das sieht doch ganz gut aus, um die 2000 Fuß pro Minute. Da sind wir ein bisschen zügiger beim Sinken. Dann geben wir mal ein bisschen Schub. Aber so ist das ganz gut. Cluster 2 and you can proceed direct India Bravo Alpha. B.O.R. Direkt India Bravo Alpha B.O.R. Simba 02. Mache ich doch gerade schon. Da ist die Insel. Gucken, ob der mir gleich noch ein Heading geben möchte. Das sieht gut aus. Könnten theoretisch noch ein bisschen schneller. Dann sind wir eigentlich jetzt schon unterwegs.
Stream läuft seit einer Stunde 40. Naja, passt so. Ich hatte immer so angepeilt, so 500 Meilen zu fliegen. Das sind so Pi mal Daumen 2 Stunden. Vielleicht so 2 Stunden 30 wohl eher. Aber das ist eine Streaming-Zeit, die ich gut einrichten kann von der Länge. Deswegen brauchen wir aber auch einige Etappen, bis wir mal irgendwann ankommen. Nächste Etappe ist dann aber schon Afrika, glaube ich. Ich muss nochmal auf meinen Plan gucken. Ich habe mir eine Route ausgemalt, wo ich lang möchte. Ich glaube, das nächste führt uns schon Richtung Afrika rüber tatsächlich. Also wirklich auf den afrikanischen Kontinent. Mal gucken. Ich muss da nochmal nachschauen. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen Schub. Also ich steuere jetzt quasi mit dem Schub die Sinkrate. Wie sieht denn so unser Treibstoffstand aus? Ja, okay. Links immer noch deutlich höherer Verbrauch als rechts. So, Q&H ist 1010, ne? 1010. Cloud 02, descend altitude 5000 feet. QNH 1010. Descend altitude 5000 feet, QNH 1010, Simba 02. QNH. Kurze Geschwindigkeit richtig einstellen. 1010. Ein bisschen die Speedbrakes bemühen. Moment, wir müssen das hier einmal kurz regeln. Einmal Pitch ab. So, jetzt indicated halten bitte. Gut, wir sind unter 10.000. Anschnallzeichen hatten wir ja schon angeschaltet. Die Landing Lights schalten wir an. Und ab 4000 Fuß gehen wir runter auf 200 Knoten. Und mal gucken, was der Kollege mit uns vorhat, ob er mich hier einfach den Approach fliegen lässt. Dann müssten wir hier nach dem VOR auf einen Kurs von 207 Grad. Ich denke aber, wir kriegen gleich ein Heading. Turn right, irgendwas. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Der Flughafen liegt hier in der Südwestecke. So, da irgendwo hinter den Bergen da. Oder Hügeln.
Schuberhöhe, also die Geschwindigkeit halten. Okay, landen werden wir dann aber gleich hier mit vollen Klappen. Darauf können wir uns schon mal einstellen. Wir halten jetzt einfach mal hier die Geschwindigkeit. Na schön, fliegen wir einmal über die Insel, so wie es aussieht. Kurz gecheckt, ob ich noch auf der richtigen Frequenz bin. Oh. Da wollte jemand was sagen. Das hier hat sich erstmal auch erledigt. Hallo Ibiza. Da hinten leuchtet irgendwas. Da ist noch ein Flieger. Da ist der Flughafen. Bin mir nicht sicher, ob der erwartet, dass ich nach dem VOR den Zulu-Approach selbstständig fliege. Hat mich darauf nicht geklärt. Er hat nur gesagt, expect ILS Zulu-Approach. Wir sind ein bisschen langsam geworden, aber das passt grundlegend. Damit kann ich erstmal arbeiten. ILS-Signal haben wir auch schon. Machen wir echt einmal einen Rundflug über die Insel. Auch schön. Ist da ein Steinbruch? Ja, ein Tagebau. India Bravo Alpha BOR, clear ILS Zulu, runway 06. Descent altitude 3000 feet after India Bravo Alpha VOR cleared ILS Zulu, runway 06, Simba 02. Ja, das war dann eindeutig. Dann altitude 3000. Gut, dann drehen wir hier gleich auf den Kurs, wie ich gesagt hatte. 207 Grad, bis wir 13 Meilen weg sind. Ich stelle mal um auf Heading 207.
können wir schon mal drehen, würde ich sagen. Nicht ganz auf Kurs. Das kriegen wir aber noch rauskorrigiert. Nur die Höhe müssen wir noch vernünftig abbauen hier. Bis wir auf einem 13-Meilen-Radius sind. Zielgeschwindigkeit ist jetzt 200 Knoten. Und wenn wir hier dann das 232 Grad Radial haben nach Ibiza, da drehen wir dann wieder rum einmal rüber. Oh, ein bisschen Schub erhöhen. Den Liftdumper schalten wir schon mal scharf. Barometer ist richtig eingestellt. Speedbugs haben wir auch fast richtig gesetzt. Gucken wir mal, ob wir das mit dem Autopiloten hinkriegen, hier das Radial zu folgen. Heading. Ich schalte mal das VOR um, dass wir das ILS-Signal haben. Haben jetzt hier aber immer noch das mit den 13 Meilen, was wir anvisieren. Ein bisschen zu schnell. Hier. So, und wenn hier dann jetzt die Nadel auf 232 zeigt, da so rum, dann müssten wir theoretisch die Rechtskurve fliegen, aber das ist nicht so einfach. Palma, good evening, North Air 8521, with information Charlie at parking 19 Alpha, requesting IFR to Ibiza. Ernest Remoccio 521, please confirm destination Ibiza, it must be Palma. Right slope. Confirming destination Ibiza, 8521. Wir möchten einen IFR-Platz umdrehen. Negative, you are in Ibiza, destination Palma.
Ah, sorry, yes. Destination Palma, 8521. No, it's correct, yeah. Restaurant 8521. Information Delta 9 is available, is the same. Your clear destination Palma, Lampa to Foxtrot departure, runway 06, initial climb 6,000 feet, and squawk 6212. Information Delta confirmed. Departure via Lampa to Foxtrot from runway 06, initial climb 6,000, squawk 6212, and Austria 8521. Das sieht gut aus. 521, read back, correct. Glide. Boah, das sah ja richtig lehrbuchmäßig aus, was ich hier gezaubert habe. Schub raus, wir machen langsamer. Simba Zero 2 established ILS, runway 06. Simba Zero 2, wind 070 degrees, 10 knots, runway 06, clear to land. Clear to land, runway 06, Simba Zero 2. So. Dann nochmal die Speedbugs hier richtig setzen. Nach und nach die Klappen ausfahren. 2500. Und dann immer deutlich mehr Schub geben, als man zunächst denkt. Minimum ist übrigens 239. So. Cabin Crew hier, Seats for Landing. Ja, ist doch ganz hübsch hier. Machen noch mal langsamer. Muss man echt aufpassen, dass man nicht zu langsam wird bei der Geschwindigkeit, weil sonst sinkt man unter dem Gleitpfad und dann versucht der Autopilot das nachzukorrigieren, man wird noch langsamer und dann gibt das irgendwann auf und man ist einfach unter dem Gleitpfad und hat Pech gehabt. Autopilot aus. Bleibst du hoch? Ja.
Ja, ja, continue, continue. Boah, da brechen die Frames ein aus irgendeinem Grund. Und los, jetzt geht's besser. Oh, ein bisschen mehr Frames wären gut, ja. Speed Break. Boah, das wird... Ja, doch. War in Ordnung. Wo sind wir jetzt hier? Nächste Möglichkeit, können wir rechts raus. Speed Break wieder rein. Klappen rein. Na, hat auch einwandfrei geklappt. Applaus, Applaus. Messero 2, Taxi Stand 29er, Bayer Golf 2. Stand 29er, Bayer Golf 2, Simba 02. Wo sind wir? Wir sind jetzt hier irgendwo, Golf 2, 29er, sehr schön. Nostra 8521, ready for push and start. Estimate 521, push and start approved, QNH 1010. 1310-8521. Habe ich jetzt die Taxi-Lights angeschaltet? Nö. So, wo steht denn wohl der Lot-Kollege hier? Hm, wo bin ich hier? 9237, ja, das sieht dann hier richtig aus. Das ist irgendwie alles kleiner, als es auf den ersten Blick den Anschein hat hier im Stream. Auf der Karte. Was sag ich denn? Im Stream. Auf der Karte. Ach, da hinten, da. Ist die Lot gerade runtergeschwebt. Ach ja, so, Stand 29er. Die LPU könnten wir schon mal wieder anschalten. Dann Tri-1. Niner ist hier das erste echte Gate. So, danke fürs Subscriben. Freut mich sehr. The Fabulous Muffin. Cooler Name. So. Guck mal, dann sind wir doch auch schon da. Und halten hier mal einfach irgendwo. Steht da? Achtung, Jet Blast. Ja. Stopp. Markbremse. APU läuft. Generator. On. Triebwerke. Off. So. Anschnallzeichen aus. Und dann könnten wir mit dem Deboarding beginnen. Quasi jetzt gleich. Machen wir aber mal an der Stelle nicht. Schalten mal in die Collision Lights aus, Nav Lights aus. Aber ich glaube, dann wird es laut, weil da drüben noch irgendwo einer steht. Kannst du mal ganz kurz ausprobieren. Wo war das jetzt hier? Ne, passt von der Lautstärke. So. Dann sind wir hier also in Ibiza angekommen. Ich hab noch irgendeine Lampe an vorne.
So, die Taxi Lights. Komm schon. Und ja, dann haben wir es. Simba 02 ist on the blocks. Muchas gracias por el servicio. Simba 02, gracias por venir a Ibiza. Hasta otra, adiós. Adiós. So, Spanisch auch noch ein bisschen geübt. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn es euch der Flug gefallen hat, hinterlasst mir einfach gern ein Like, wenn ihr es gerade auf YouTube seht. Abonniert den Kanal, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ich die nächste Etappe fliege. Ich befürchte, es wird in Zukunft abnehmen mit dem ATC. Wir hatten ja echt Glück auf den beiden Flügen jetzt, dass wir ATC bei der Landung hatten. Ich gehe aber ganz stark davon aus, also sobald wir wirklich Richtung Afrika kommen, da sehe ich selten mal ein ATC online. Mit Glück haben wir irgendwann in Südafrika, aber das ist noch einige Etappen entfernt. Und ja, ansonsten, wenn ihr es auf YouTube gerade seht, ihr habt es mitbekommen, ich habe hier einen wundervollen Twitch-Chat. Das heißt, der Stream, der Flug findet live auf Twitch statt. Und ich habe hier ganz wunderbare Leute, die mir hier immer freundlich schreiben. Und da könntet ihr dazugehören, indem ihr einfach auch einfach mal vorbeischaut, wenn ich online bin. Und ja, ich glaube, damit habe ich es jetzt auch alles Wichtige gesagt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.